Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial-Video. Das bin ich. Das ist ein CAD-Programm. Und das ist ein 3D-Drucker. Und heute zeige ich euch an einem kleinen Beispiel, wie ihr mit dieser Kombination kleine Reparaturen zu Hause selbst durchführen könnt. Ihr kennt es sicherlich auch. Ihr habt ein defektes Teil und die Ersatzteile dafür sind sehr teuer oder vielleicht noch schlimmer, gar nicht mehr verfügbar. Dann ist es gut, wenn ihr einen 3D-Drucker habt oder ihr kennt vielleicht jemanden, der einen 3D-Drucker hat. Es muss auch nicht unbedingt derselbe 3D-Drucker sein wie der da hinten. Das gleiche gilt auch für die CAD-Programme. Es muss kein Inventor, SolidWorks oder Cartier sein. Es reicht auch eine kostenlose Software, die ihr im Internet euch runterladen könnt. Ich werde ein paar davon in der Beschreibung verlinken. Genug geredet, lasst uns anfangen. So, das hier ist das aktuelle Problem. Wie ihr sehen könnt, ist die Dichtung schon komplett abgefallen und wahrscheinlich dauert es auch nicht mehr lange, bis hier noch weitere Dinge zu Bruch gehen. Zunächst müssen wir erstmal ein paar Maße aufnehmen, damit wir später im CAD-Programm ein 3D-Modell erstellen können. Achtet dabei bitte unbedingt auf die Details und Maße, damit das Ersatzteil perfekt passt. Und denkt daran, dass gerade die ersten Schichten durch das Zerfließen des Kunststoffs etwas vom Maß abweichen können. Das heißt, die Bohrungen immer ein bisschen größer ausführen. Nachdem wir die Maße genommen haben, öffnen wir zuerst mal Inventor. Inventor ist ein CAD-Programm von Autodesk. Zu Autodesk gehört zum Beispiel auch AutoCAD. Das werden die meisten Architekten unter euch kennen. Und Inventor ist eher so für den Anlagenbau. Wir erstellen uns hier eine IPT und in dieser IPT ist bereits eine Skizze geöffnet. Die machen wir jetzt aber nochmal schnell zu. Bevor wir mit der Skizze anfangen, erstellen wir uns erstmal eine zweite Ebene mit einem 10 mm Abstand. So können wir die zwei Teile später schön übereinander setzen. Durch die Maßungsfunktion könnt ihr jetzt eure Werte gerade eintragen, die ihr vorhin gemessen habt. Und anschließend könnt ihr durch den Extrusionsbefehl einen Volumenkörper erzeugen. Hier habt ihr mehrere Möglichkeiten, eure Skizzen zu bemaßen. Ihr könnt es entweder so wie hier direkt bemaßen oder ihr lasst eure Skizzen über gewisse Parameter steuern. Das zeige ich euch dann auch nochmal gleich. Das hat halt den Vorteil, dass ihr auch wieder bei etwas komplizierteren und größeren Konstruktionen die Volumenkörper schneller ändern könnt. Das kann man dann auch nochmal erweitern, wenn ihr schon mit Parametern arbeitet. Ihr könnt noch Regeln erstellen. Und diese Regeln sind kleine Abfragen im Programm intern. Also Wenn-Dann-Befehle zum Beispiel. Ihr habt natürlich auch andere Möglichkeiten, wie in jedem Visual Basic Programm auch. Bloß hier heißt es halt iLogic. Ihr habt hier die Möglichkeiten, bei der Skizze die Kanten von dem Volumenkörper zu projizieren. Und diese wiederum könnt ihr dann auch für die Extrusion nutzen. Ich allerdings bevorzuge es, die Kreise nochmal frisch einzuzeichnen. Das ist änderungsfreudiger und verursacht später weniger Probleme. Ich meine, bei so kleineren Konstruktionen ist es jetzt nicht ganz so wild. Aber wenn ihr später größere Sachen habt, dann kann sowas schon entscheidend sein. Wenn ihr mehr über Inventor lernen wollt, weil ihr vielleicht gerade eine Ausbildung zum Produktdesigner oder eine Weiterbildung zum Techniker oder Bachelor oder vielleicht sogar ein Studium im Bereich Maschinenbau macht, dann schreibt es einfach in die Kommentare und wir machen noch ein paar Einführungsvideos. Oder worauf ich auch richtig Lust hätte, wären Variantenkonstruktionen mit iLogic-Regeln und Parametern oder Tipps und Tricks für Inventor allgemein. Also schreibt es in die Kommentare, wenn euch sowas interessiert. Hier nochmal die Variante mit den Parametern. Ihr geht dazu in den Parameterbaum hier oben und sucht euch sinnvolle Parameter aus. Bei mir ist es jetzt halt D1, D steht für Durchmesser und S zum Beispiel steht für die Stärke des Bleches oder des Bauteils. Und gebt eure Werte ein, eure Parameter. Dadurch habt ihr die Möglichkeit, euer Modell, wenn ihr es schon fertiggestellt habt, und der Kunde kommt zu euch und sagt, hey, ich bräuchte das Teil vielleicht ein bisschen größer oder hier die Bohrung müsste ein bisschen kleiner sein, da ist zu viel Spiel, dann könnt ihr diese Bohrung, die jetzt in beiden Teilen drin ist, durch einmal ändern im Parameter, könnt ihr diese Änderung auf beide Teile anwenden. So, wir haben das Teil jetzt fertig gezeichnet. Wir haben einen Volumenkörper erstellt, also ihr seht zwar zwei, aber es ist immer noch eins.
Deswegen trennen wir es jetzt mal und erstellen dadurch zwei Volumenkörper. Und somit haben wir die Möglichkeit, die obere Scheibe jetzt auf dieselbe Ebene zu legen wie die untere Buchse, nenne ich es jetzt mal, damit wir es dann später mit Cura auf einer Ebene platzieren können und der 3D-Drucker das dann auch beides drucken kann. So, jetzt speichern wir das fertige Modell einmal ab als STL-File. STL-File deshalb, weil unser Programm Cura von Ultimaker kann unter anderem STL-Files öffnen und dadurch können wir uns eine Vorschau erstellen lassen und schauen, ob das alles so funktionieren kann, wie wir es uns gedacht haben. Cura sagt uns sogar noch, wie viel Gramm PLA wir dafür benötigen und wie lange es dauern könnte und prüft, ob es eventuelle Probleme geben könnte beim Drucken. Sobald wir alles überprüft haben, die Einstellungen nochmal gecheckt haben und sonst keine Probleme feststellen konnten, speichern wir es nochmal ab als G-Code oder G-Code und das ist das Format, das unser 3D-Drucker lesen kann. Einmal auf die SD-Karte drauf und ab geht's in den 3D-Drucker. Jetzt habt ihr gesehen, wie einfach und kostengünstig es sein kann, gängige Reparaturen durchzuführen. Mit ein wenig Übung und etwas Kreativität könnt ihr mit einem CAD-Programm und einem 3D-Drucker alle möglichen Haushaltsgegenstände reparieren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr konntet was dabei lernen. Wenn dem so ist, dann würde ich mich freuen über ein Like und über ein Abo, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Alle Links zu diesem Video und alle Infos findet ihr unten in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.